Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test. Wir spielen Asterix und Obelix XXL2 auf dem PC. Was? Miraculix? Ein Verräter? Wer bist du? So von unserem Druiden zu sprechen? Ich heiße Sam Schiffer, Gallia. Und ich errate sehr wohl, wer ein Verräter ist, da ich selber einer bin. Und zwar in Rom, wie ich euch verraten darf. Denn dort will ich Cäsar in den Rücken fallen. Kannst du mir verraten, wovon der überhaupt spricht, Asterix? Du machst den weiten Weg bis hierher, um unseren Druiden zu verleumden, Römer. Und du gibst zu, dass du selbst ein Verräter bist. Ja, aber ich bin jetzt auf eurer Seite, Gallia. Lass ihn erst mal ausreden, Asterix. Stimmt schon, Miraculix war in letzter Zeit komisch. Letzte Woche wollte er mir partout keinen Zaubertrank geben. Aber er will dir doch nie Zaubertrank geben, Obelix. Du bist doch als Baby hineingefallen. Außerdem macht das doch Miraculix nicht zum Verräter. Ihr werdet doch nicht dem erstbesten Römer glauben. Primtotatus, er ist verschwunden. Oh, der Verräter. Ich bin hier, Gallia. Ihr glaubt mir nicht? Seht her, ein Beweis. Die goldene Sichel von Miraculix. Beim Teutates, wenn Miraculix hier wäre, dann könnte er all diese Vorwürfe mit Sicherheit entkräften. Belinus allein weiß, wo er sich befinden mag. Er ist in Las Vegum. Was ist das, Las Vegum? Las Vegum. Diese im Herzen Roms gelegene Stadt wird dem Luxus und Laster verschrieben und zur größten Freude der Bevölkerung ausschließlich dem Spiel gewidmet sein. Las Vegum. Hier kämpfen Gladiatoren rund um die Uhr. Hier werden täglich Sklaven hungrigen Löwen zum Fraß vorgeworfen. Doch vor allem ist in Las Vegum der Kunde König. Hier wird für Stimmung gesorgt. Hier werden ihre Träume wahr. Erleben Sie das romantische Lutetia, als wären Sie dort. Lassen Sie sich von einer Horde Piraten unterhalten, bis Sie vor Lachen platzen. Und verbringen Sie eine unvergessliche Nacht im Caesar Palace. Las Vegum, das gibt's nur in Rom und nirgendwo sonst. Eröffnung in wenigen Tagen. Eine Julius-Caesar-Produktion. Eine Stadt für Spiele? Die spinnen die Römer. Asterix, Obelix und du, begebt euch nach Rom. Nur so können wir erfahren, warum Miraculix uns verraten hat. Du meinst erfahren, ob er uns verraten hat, Majestix? Ja, das meinte ich auch. Ich werde euch begleiten, Gallia. Du hältst dich da raus, Sam Schiffer. Das ist sicher eine Falle. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also, los geht's, Obelix. Ja, man merkt schon sehr, der Humor in dem Spiel ist sehr lustig eigentlich. Ja, wie geht denn das Spiel jetzt? Ich hatte damals die PlayStation 2 Version. Muss ich zugeben, habe ich sehr gesuchtet. Es hat Spaß gemacht. Ja, also schlägt man, also... Also mit PC ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Damals auf der PlayStation 2 war es ja ein bisschen anders. Ja, ich muss mich jetzt hier halt erstmal einspielen so ein bisschen. Bevor ich es vergesse, es ist nur die Demo noch mal so erwähnt zu haben. Aber den Link werde ich euch in die Beschreibung von diesem Let's Test posten. Also gameplay-technisch würde ich sagen, fällt es mir gerade sehr. Ja, hier, das habe ich damals auch mal gerne gemacht. Nochmal so davor gehauen, mal geguckt, was rausgefallen ist. Und das gibt's doch nicht. Die Teile habe ich damals sehr gehasst. Ich weiß, es, die Review kommt ein bisschen sehr spät. Aber ich habe jetzt mal so gesehen, oh, eine Demo auf dem PC. Ich wusste halt nicht, dass es das Spiel auch für PC gibt und daher... Let's Beta Demo. Let's Test Demo Beta. Was weiß ich, wird das jetzt hier.
Okay, ich halte es für eine sehr gute Idee, mir mein Essen zu holen. Also, ich weiß jetzt hier halt gerade nicht, wie man springt und andere technische Sachen. Ach, den Obelix, den dicken. Ach, der Idefix, den gibt's auch. Ja, das Spiel war schon damals geil, Mann. Einige Stellen damit bin ich nicht wirklich weitergekommen, aber... Nein! Da hat der Wichser mich runtergeschossen. Aber ey Leute, ich kann es empfehlen, es macht schon sehr Spaß. Ich meine, okay, die Grafik, naja, aber... Ich meine, ich würde es mir sogar kaufen irgendwann. Ich meine, es ist ein geiles Spiel. Vor allem für die Fans der Asterix und Obelix-Reihe. Es wird euch sehr gefallen, Leute. What the fuck? Ah, das spiele ich den Asterix. Der Idefix kommt ja auch hinterher. Nein, ich will Asterix spielen. Obelix, du Idiot. Ich wollte doch Asterix spielen. Dabei habe ich damals auf der PlayStation 2. Nein, ja komm. Obelix, nein. Ja, die Steuerung ist halt ein bisschen kompliziert, aber... Ja, das ist eine gute Idee. Da schickt man doch den Obelix bei diesem Fetzerknochen hoch. Jetzt komm, mach den Spack fertig, Obelix. Was hat der für eine KI, Mann? Ha, der war geil, Mann. Ui. Ja, das war's für die Demo. Es hat sehr Spaß gemacht, muss ich zugeben. Also mein Fazit zum Spiel: Es ist umfangreich, hat eine lange Story, es ist spannend, Lust, die Grafik ist sogar spielbar. Und ja, das war's eigentlich. Haut rein, Leute!